Pokémon Center schaffst, bevor das austickt. Macht halt immer einen Schaden, glaube ich. Ach so. Warte, will ich, wo sind wir denn hier? Nicht an Banditen gehen, Mats. Nicht während Rammstein vergiftet ist. Ach, guck mal, Rammstein hat auch noch 31. So. Das Center war links. Wenn ich das Fahrrad nehme. Jetzt gucken wir mal. 25, komm, da können wir noch einmal locker einen Block fahren. Einschauen. Wo war das? Ist der Markt? Wo ist das Center? Ja. Oben? Du warst gerade so überzeugt davon, wo es ist, deswegen dachte ich, ich lasse dich mal machen. Oben links? Verdammt. Ah! Stirb, stirb. Dann wird nix. Das geht jetzt gleich K.O. War es unten? Waren wir hier schon mal nicht? Ja. War oben, ne? Erinnerst du dich noch, wie wir angekommen sind? Gewesen sein, ja, ja. 6, 7, 8, 9, oh, 10. Ich glaube, da haben nur 2 HP. Ja. Es darf nur einmal tickt sie jetzt nur noch, wenn du zum Pokémon Center gehst. Das überlebst noch. Ha! Ja, ha! Mit einem HP. Ha! Es ist nicht gestorben. Oh, so, eigentlich ist es tot, aber es zuckt noch. Ja, und jetzt wird es wieder repariert. Geil. Repariert, ja. Pokémon werden repariert. Fun Fact. Sind doch kleine Roboter. Geil. So, was hältst du... Warte mal, wir haben doch auch noch PMs abgelegt. Das stimmt, aber keine Wasserattacken. Nein, ne? Was willst du als nächstes machen? Ich würde mal kurz im Laden gucken wollen, ob es da eine Wasser-TM zu kaufen gibt. Ich glaube nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Okay, schade. Es gibt nämlich nicht so viele. Aber wir brauchen sowieso neue Tränke und so. Okay. Und was willst du dann als nächstes machen, Mats? Ja, was wollen wir dann als nächstes machen? Also mit diesem Scope können wir jetzt ja da in den Geisterturm. Genau. Was ist denn die Alternative? Na, überleg mal. 32, 33, 02, 7, 37, 01. Okay, ja, lass mich nochmal kurz, ganz kurz gucken. Ja. 32 und 33 sind Doppelteam und Reflektor. 2 und 7 sind Klingensturm und Hornbohrer. 37, 1 ist Megahieb. 37 ist Eierbombe. 5 ist Megakick. 9 ist Bodycheck. Und 17 ist Überroller. Ja, nee, okay. Keine Wasserattacke. Gut. Haben wir das geklärt, aber ich kaufe trotzdem noch. Warte mal, wir haben das... Das waren aber zwei Dudes, ne? Die haben noch unterschiedliche Sachen. Echt? Achso. Glaub schon. Dann fragen wir nochmal nach. Ich weiß auch nicht, ob der hier auch TMs hatte. Nee, genau. Also, ach, der hat die Träger. Ja, aber hier wolltest du ja immerhin, ja. Was kaufen wir denn mal? Wir kaufen mal... Also, was ist denn deine generelle Mission eigentlich in dem Spiel? Ich möchte schon alle Pokémon umbringen. Ja. Nee, Mats. Achso, ja, oder was da? Irgend so ein Mittelding. Pokémon-Meister willst du ja werden. Ja, richtig. Dafür brauchst du? Orden. Genau. Stimmt, da war hier noch ein Orden? Hier war ist noch eine Arena in der Stadt. Ach so. Dann kaufe ich aber gerade noch mal ein paar mehr Supertränke. Und wir wissen sogar, wer in dieser Arena drin ist. Nämlich die süße... Erika. Genau. Warte mal, noch ein Nugget, das wir kaufen können. Kindergarten hier. Was, wie hier Kindergarten? Ich war heute im Kindergarten. Ja, wirklich im Kindergarten gedreht. Kontext. Heute. Nein, ich habe heute berufstechnisch im Kindergarten gedreht. Ja. Das ist der Kontext. Okay. Ich bin halbtags im Kindergarten, weil meine Freundin arbeiten muss halt. Die kann nicht hier auf mich aufpassen, wenn sie Fenster offen lasse, wenn ich gehe, oder den Herd anlasse, oder die Kühltruhe auflasse, oder solche Geschichten. Das geht nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt immer mit einem betreuten Kindergarten. Nee, haben wir für die Arbeit gedreht, mit Kindern. Und es gibt ja im Filmbusiness gibt's zwei goldene Regeln. Niemals mit Kindern drehen. Nee, niemals mit Tieren drehen. Und noch schlimmer, Kinder. Und heute wieder erfahren, warum. Oh, war das so schlimm? Die waren so im Alter zwischen 5, 6, 7, 8, 9. So in dem dazwischen. Ach, da ist die Arren. Aber da sind sie wenigstens noch niedlich. Und nicht. Ja, die sind ja auch niedlich. Aber wenn du sagst, guck bitte in die Kamera und sag mal deinen Namen. Und dann wird überall hingeguckt. Ja, nee, deinen Namen bitte. Kamera.
Und dann waren, weil wir zwei Kinder da aufgenommen haben, dann waren da so zwei Mädchen, die waren auch total süß. Also waren sehr, 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 was soll ich denn sagen, sehr... Drollig ist das richtige Wort. So. Aber so, wenn die Kamera anging, und dann haben wir gesagt, so, und jetzt sagt doch mal eure Namen. Dann haben sie sich mal angeguckt und keine wollte zuerst sagen. Ach so. Ja, und dann sitzt natürlich er da und denkt so, Kinder, fangt endlich an. Ja, ich mach die Kamera nochmal aus. Naja, aber ansonsten war gut. Okay, schön. Aber was genau ihr da gedreht habt, das kannst du nicht sagen, willst du nicht sagen, darfst du nicht sagen? Nee, darf ich, glaube ich, nicht. Okay, naja. Was machen ja Sitter Pokémon Arena? Ein Geheimnis macht's ja nur interessanter. Immer. Arena-Leiterin Erika, Doppelpunkt. Die Prinzessin der Natur. Oh, Natur. Rammstein buttert die weg. Das sag ich dir. Die mit ihrer Natur, ey. Pflanzen, hier, ja, Feuer. Glaub, in einer der letzten Folgen hast du sogar schon mal gesagt, oh, das wird was für Rammstein. So kann ich sagen, das sage ich immer. Nee, nicht wirklich. Diese Arena ist voller Frauen. Perf. Kannst du bei dem Moment mal Glut benutzen? Ist das, ach, ist ein Spanner? Das ist ein alter Mann, der bei den süßen Frauen zuguckt. Ja, dann gehen wir rein und... Stell dich mal vor das Fenster jetzt. Ist ja quasi links hier in der Nähe. So, jetzt stell ich mir vor, wie er auf der anderen Seite steht und ihr euch anstarrt. Bisherige Sie... Oh. Wie es einem immer ins Gesicht gedrückt wird. Robse, der... Robse, die, immer einen Schritt voraus. Die Warze der Menschheit, ey. Kann man eigentlich... Ah. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Das Spiel ist schlauer als du. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Was ist denn das für ein Satz? Ja. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Recycelbares Papier ist wertvoll. Schönheit. Möchte so stehen Schönheiten heutzutage? Mhm. Das sieht aus, als würde dir das aus dem Hintern fallen, dieser Pokémon. Ich frage mich tatsächlich, wie der Ball da logistisch... Also was macht sie da gerade? Sie lässt ihn ich glaube, sie hat ihn so hinter dem Rücken geworfen. Weil das so, ach so, so. Ja, ja. Aha, verstehe. Ich glaube, das hat damit zu tun. Knuffenser auf jeden Fall. Ja, auf Wiedersehen, Knuffenser. Das war Knuffenser. Großer Auftritt. Von der Bühne gezogen. gepustet. Ja, so, oder so gefegt, die Reste. No, noch ein Knuffenser. Na, ich weiß ja nicht, ob wir unsere Strategie da nicht... Jetzt aber! Dies ist mein magisches Knuffenser! Ich habe es mit Liebe von meinem Vater! Oh. Du, Mats, seitdem du Glutexo ins Rennen geschickt hast, wusste die schon, ja. Es ist jetzt aus. Ich habe 5 Knuffenser. Das sind meine Knuffenser, schön! Das ist mein Rammstein. 432. Mann, da haben wir die Schönheit besiegt. Schönheit, nein. 1680. Wie konnte das nur passieren? Wenn ich jetzt links vorbeigehe, was sagt sie? Oh, da sind sie. Ich sehe sie. Wir trainieren ausschließlich Pflanzen-Pokémon in unserer Arena. Wir lieben die Kräfte der Natur. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Guck mal, wie wirklich, viele das sind. Wirklich schlechte Nachrichten für euch. Guck mal, ich könnte jetzt hier einfach reingehen. Mhm. Aber du willst doch die Erfahrungspunkte, Mats. Oder willst du zuerst die Arena-Leiterin platzieren? Ja, ich möchte erst die Arena-Leiterin... Bringe bloß keine Käfer- oder Feuer-Pokémon hierher, weil dann sind wir... Ja, Käfer wäre auch effektiv. Göre möchte kämpfen. Erinnerst du dich noch an DEFCON? Mhm. Also niemand erinnert sich mehr an DEFCON, aber nee, das war traurig. Traurige Zeiten waren das. Apropos traurig. Oh, verbrannt. Oh. Mirapla sieht immer so sympathisch aus. Ja. Bringt ihm auch gerade nicht viel. Jetzt müsste man sich nur noch vorstellen, wie es gerade brennt. Ja, ich kann's. Flup. Vor allem von so einem Pflanzen-Pokémon bleibt da auch dann gar nichts mehr übrig. Duflor kenne ich noch nicht. Wenn es verbrennt. Duflor kenne ich noch nicht. Nee. Aber ich möchte es auch nicht kennen. Duflor sieht auch toll aus, finde ich. Sieht ein bisschen aus, als wäre schon irgendwie da ein bisschen was schiefgelaufen. Ach, kannst du vielleicht schon denken, aber das ist die Weiterentwicklung von Mirapla. Ja. Ah, Duflor.
Ja, das wird ja eine einseitige Nummer hier. Och, wenn wir Patte noch mal ein bisschen... Patte ist vor allem auch effektiv, weil Flug... Oh, Dogrobian. Aber Patte hat auch keine Flugattacke. Doch, Schnabel. Hat es? Klar. So. Hat's ganz aufgeregt. Patte 30. Voltmord können wir auch noch mal... Aber ist nicht effektiv, ne? Nee. Aber ist eigentlich stark genug, würde ich ja mal behaupten. Und Steffen kann halt leider nichts. Das stimmt. Das heißt, Steffen könnte man vielleicht dann bei den anderen Trainern nochmal so reinschicken und dann wieder rausnehmen, ja, damit es einfach ein bisschen Erfahrung kriegt. Und da schätze niemals die Girl Power. Ich habe nichts gegen Girl Power, aber hier wirklich rumzustehen mit euren Heu-Pokémon ist halt... Man könnte fast meinen, es wäre eine schlechte Idee, seine... Guck mal, das ist ein tolles Pokémon. Mm. Seine Pokémon das so aufzulegen auf nur einen Typ. War das nicht in Game Grumps? Gab's in Game Grumps gab es ein Sketch oder irgendeinen Ausschnitt aus einem Let's Play, wo sie auch irgendein Pokémon-Spiel gespielt haben und gesagt haben, das sieht aus wie so eine Tonfigur von so einem Vierjährigen aus dem Kindergarten. So, kill me. Kann sein. I'm not finished. End my life now. Klingt ja nach Game Grumps. Ja, ja. Das war übrigens die Weiterentwicklung von? Von Garia? Was denn Garia? Garia? Von Knofensa. Ach so, weil ich Ultrigaria. Ach, Knofensa, ja. Hätte ich mit rechnen können. Schnabel ist eine Flugattacke? Ja. Ja, Gott, nochmal. Och nö. Wir haben Schneeball. Och nö. Patte, lass dich da kommen. Nö. Nö, nö, Patte. Da machen wir jetzt nicht mit Patte. Nö, lässt du Masse. Nö, 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 nö. Nö, nö. Ja. Patte ist mit seinem Lauch da reingegangen und... Ich merke übrigens gerade, dass unser Papercraft-Patte hier in echt ständig umfällt. Den muss man irgendwo zwischenklemmen, damit er nicht... Wie der richtige Patte. ...nicht auf dem Boden liegt. Einfach ein sehr großer Lauch, den er da... Ja, der Lauch... destabilisiert Alter. Ihn ein bisschen. Level 30, Patte. Oh, ich bin so stolz. Herrn, ey. Auch gar nicht so die schlechtesten Werte. Es sind nicht die schlechtesten Werte für ein Patte. Ne, komm, warte mal. Machen wir nochmal einen. Mach mal Schwerttanz. Und dann Fugenschlag? Ne, dann Schnabel. Achso, okay. Du kannst auch Fugenschlag machen, ist mir egal. Oh, aber Schnabel ist halt effektiv. Ja. Cool. Oh, Patte. Macht nix. Ich glaub, weiter in der Patte. Macht keinen Schaden. So, jetzt aber. Batsch. Patte one-hitted. Ja. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Man kriegt 1000 EP. So, der geht doch gleich über einen... Dieser Knosp. Haben wir schon mal einen Bisa-Knosp gesehen? Weil, haben wir schon mal eins getötet? Ich glaube nicht. Nee, gesehen noch nicht. Ja. Wie es auch guckt. Ach. Tja. Keine Chance gegen Patte. Alter. Und Level 31. Ist aber nicht so gut, oder? Stimmt, das ist ja ein getauschtes Pokémon. Ja. Aber du kriegst ja gleich einen neuen Orden. Agilität. Ja, Agilität erhöht den Init-Wert, den Initiativwert. Nein. Ja, brauchst du nicht wirklich. Okay. Nicht erlernen, ja. Okay. Trainerin. Ich habe verloren. Verloren. So, jetzt können wir eigentlich mal... Also, wie ist das ab Level 31? Ach, das Gift übrigens auch. Ab Level 31 gehorcht sie dann nicht mehr? Also dürften sie zumindest nicht. Die getauschten Pokémon. Hm. Also, das heißt, sie machen dann, glaube ich, manchmal noch die Angriffe, aber meistens ignorieren sie es. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, weil das passiert mir so extrem selten in den Spielen. Ich würde jetzt einfach Voltomort mal vorne ranstecken. Ist aber nicht effektiv, gell? Ja, aber... Ich habe die Ehre, ich liebe Pokémon-Kämpfe. Hm. Gleich nicht mehr. Naja, wenn es erstmal jetzt hier unser... Also wirft sie den ja? Ja, die wirft sie in den Owei. Das ist ein Owei. Das ist ein Pflanzen-Pokémon? Yep. Ja, frag nicht. Sieht furchtbar aus. Ich
Ich meine, du kannst halt Elektroattacken machen, sie sind nicht effektiv, aber machen, glaube ich, mehr Schaden als Ruckzuckhieb. Ja, ich wollte nur mal gucken. Ich wollte nur, weil es ist nur Level 27, da wollte ich jetzt schon mal ein bisschen was mitnehmen. Ja, gucken, die Gelegenheit kommt bestimmt noch mit Sachen, wo wir effektiv sind mit Dings. Ja. Ach komm, das zieht sich. Rammstein, ein Mensch brennt. Fleischgeruch liegt in der Luft und so. Nee, jetzt wäre eher Gemüse. Das stimmt. Es riecht nach einem gemütlichen Grill-Samstag. Das sind so Attacken, die einfach lange dauern in der Ausführung, sind immer die besten. Ja. Wobei man ja theoretisch, ne, es gibt ja eine Option, die ich bei mir in dem, was ich hier parallel spiele, auch angestellt habe, wo die Animationen alle, die kannst du ausstellen. Oh, okay. Dann drückst du einfach die Attacke und danach wird sofort der Schaden abgezogen und das wird nicht erst irgendwie dargestellt, was ich glaube, das Spiel sehr beschleunigt. Mir würde was fehlen dann. Ja, jetzt beim ersten Mal würde ich das auch nie machen. Ja. Weil du willst ja erstmal sehen, wie die Attacken aussehen und das gibt den Kämpfen ja eine gewisse Dramatik. Aber wenn man das Spiel halt schon ewigst gespielt hat und so nachholt wie ich jetzt, dann ist das halt sehr angenehm. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein tolles Pokémon? Hat auch die Aquaknarre, ne? Ja, aber was bringt dir die? Ist das nicht Wasser? Nee. Dann wachsen die Pflanzen ja nur. Aquaknarre ist nicht effektiv. Eis. Eis ist Wasser, richtig. Genau, Eis ist effektiv, aber Wasser nicht. Ja, was haben wir denn? Eigentlich kannst du Rammstein doch lassen. Das ist doch nicht Rammstein noch weiter zu. Miffy hat ja, wie gesagt, auch gemacht. Ja, aber ich glaube, du kriegst gleich einen Orden, der. Ich habe auch so ein Gefühl, dass das ganz gut laufen könnte. Ich habe die anderen Ohren, habe ich die wieder mitgemacht, ja. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Was? Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania. Hat sie das gerade im Traum gesagt? Ja, wahrscheinlich. Ich liebe die Kräuter der Natur. Kräfte. Ich weiß nicht, Kräfte, aber Kräuter macht mehr Sinn. Ergibt. Deshalb trainiere ich Pflanzen. Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Ich habe gerade erst gegen Robse verloren. Selbstsicher. Ja. Bupa, 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 bup. Ah, guck mal, ist sie nicht süß? Oh, ist schon ein bisschen sehr süß. Vor allem, das sieht aus, als ob sie einfach Telekinesis kann. Ja. Sarzenia, die Weiterentwicklung von Dings, was wir da gerade hatten, genau. Sieht gemein Alter, aus. Alter, sehr effektiv und das könnte tatsächlich interessant werden jetzt. Level 29. Ne? Das könnte jetzt interessant werden. Also ja, wirklich jetzt. Wir haben einen Mew, also. Psst, das weiß sie doch noch nicht. Das müsste eigentlich, müssten die das ja einbauen in die Dialoge, dass du einen Mew hast, weil Mew ist ein Pokémon, was hier noch niemand jemals gesehen hat. Ja, aber die sehen es ja auch nicht nur, weil ich einen Pokémon-Ball dabei habe, oder? Also erst wenn du es einsetzt. Ja, dann müssten sie sofort sagen, oh. Was ist dies? Sehr effektiv. Oh, oh. Gott sei Dank. Tangela. Nein. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Was ist das denn? Soll das? Soll das? Wollen wir bitte weggehen? Oh, was? Immer derselbe Krempel. Ja, wirklich. Aber das scheint nicht so zu sein wie Wickel. Ach, come on. Klammergriff, Umklammerung. Das kommt jetzt noch. Ja, greif weiter an. Okay, nur zweimal. So. Was kommt jetzt? Ist doch alles kein Problem, Mann. Giflor. Okay, auch noch nicht. Nö. Gott, bringen wir jetzt auch noch auf 31. Oh, es hat einen riesen Hut auf. Ja, also Duflor ist Weiterentwicklung. Sehr gut. Blätter. Ah, das ist, was macht das dann? Ist egal. Was einschlafen oder sowas? Oder Oh, ich hab nichts gesagt, Volltreffer. Das ist nicht effektiv. Naja, komm. Ja, aber du kannst jetzt, wenn du nur einmal Glut machst, ist es dann nicht tot? Du bist doch zuerst dran, oder nicht? Ja, aber das war eben schon ein Volltreffer. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Achso, das war ein Volltreffer von Glut? Okay, das wusste ich. Deswegen kann ich mir nämlich vorstellen, dass das nicht. Also man sollte vielleicht. So. Willst du lieber vorsichtig sein? Ja. Kann ich verstehen. Steckt um sich. Hoppla. Dafür, dass es nicht effektiv ist, ja, hat das ganz schön rein, ey.
Das muss manchmal ist nichts heißen. Ja, nee, ist richtig. Ist alles richtig gemacht, Mann. So, jetzt komm. Und. Burn! Und Level 31. Ach, auch. Sehr gut. Das haben wir hervorragend getimed. Initial 67, ne? Schon. Ja, deswegen ist er ja ganz oft zuerst dran. Ja. Thomas besiegt Erika! Erika besiegt Mats, nächster Orden. Den musst du aber mir auch geben jetzt. Ja, gleich. Erstmal. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Erstmal mussten ja auch in-game bekommen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Ich habe Farbbonbon gerade gelesen. Farborden. Farborden. 2871, das ist auch nicht so schlecht. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Das ist sehr gut. Außerdem. Das war aber perfekt getimed, weil in dem Kampf hier sind sie auf. Oder in den Kämpfen hier sind sie auf über 30 gekommen, die Pokémon. Nicht schlecht. Deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. Der Stärke ist eine VM. TM21. Was war denn das Rasierblatt? Sagt sie dir, glaube ich, gleich. Nee, Megasauger. Ist das was für. Für? Hier, Steffen? Ist ein Pflanzenattacke, also. Nee, dann möchten sie das nicht. Zweifels. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke langweilig. Obwohl. Ja, okay, wir müssen erst noch jetzt den Rest verhauen. Den Rest verhauen? Na, von den Pflanzenfreunden hier. Ach so, stimmt. Aber erstmal kriegst du deinen Orden. Ah, geil. So, Mats, hier, du kannst hier schon mal die vergangenen Orden. Oh, die Vergangenheitsorden. Wir sind jetzt ja 4 schon. Und ihr seht jetzt gleich wieder ein Video. Denn. Mats bekommt jetzt den Farborden. Wenn ich ihn denn hier rausbekomme. Oder auch Farborden, wie wir ihn Profis nennen. So, das war auch der hier, ne? Was ist eigentlich dein Lieblingsorden? Boah. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, Mats. Ja, jetzt musst du mal. Muss ich gar nicht. Also, was ist, also. Können wir einfach die Antwort verweigern. So, Mats. Moment! Der Farborden. Ist der Farbe? Da. Oh, wirklich Farbe ich. Der ist ja wirklich hübsch. Ja, ich finde, die sind generell sehr hübsch. Ich freue mich immer noch, dass wir die bekommen haben. Was ist dein Lieblingsorden? Also meiner ist der Farborden. Wenn ich mir gerade anschaue, würde ich fast auch sagen, der Farborden. Ja, zu spät, ist schon mein Lieblings. Achso, ich muss einen anderen nehmen. Ja. Warum? Dadurch verweigere ich die Aussage. Ist jetzt damals. Ist jetzt nicht so richtig, richtig geil angeordnet, aber ich finde, das steht mir sehr gut. Das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Fußball-Logo. Von irgendeiner Liga. Der italienischen oder so? Wie fühlt sich an? Die Hälfte der Pokémon-Orden hast du jetzt. Es tut ein bisschen weh, weil ich mir einen gerade in den Bus getackert habe, aber ansonsten ist es super. Es fühlt sich gut an, sehr erwachsen. Das geht so nicht hier. Wie sieht denn das aus? Kann ich nicht unter Leute treten. Ich finde es sehr schön, man sieht gerade im Hintergrund Link etwas bedröppelt am Bildschirm sitzen. Der soll mal sich nicht aufregen. So, viel besser. Was hast du jetzt gemacht? Und umgesetzt. Ach so. Jetzt ist es richtig schön symmetrisch. Da freuen sich alle der Symmetrie. Sehr gut. Ja. Freunde der Symmetrie und die, die es noch werden. Das ist meine Krabbelgruppe, die habe ich immer hier drunter. Also, cool. Zurück zum Spiel. Ach, dieses Spiel. Sehr gut. Dann möchte ich jetzt aber gerne noch hier Voltemort ein bisschen nach oben pfeffern. Und Steffen eigentlich auch. Aber Voldemort hier nach oben zu pfeffern, ist so anstrengend. Naja, es reicht ja, dass er nur einmal auftaucht. Okay. Ja, das müsstest du ja eher mit Steffen machen. Oder nicht? Weil Steffen hat ja gar keine Attacken. Hast du Ich meine, ich überlasse es im Endeffekt dir. Ich gebe nur Tipps. Ja, hast ja recht. Ich habe recht. Tausch. So. 25 ist nämlich nicht so viel, ne, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Du bist ein Trainer und ich dachte schon. Hä? Habe ich die besiegt schon? Offensichtlich. Pflanzen-Pokémon sind gegenüber Wasser-Pokémon im Vorteil. Ebenso sind Stein- und Boden-Pokémon überlegen. Oh, es kann sein, dass... Wir können die nicht mehr bekämpfen. Genau, dass man die gar nicht mehr bekämpfen kann, wenn man... Das habe ich nicht bedacht. Na, ist egal. So, kommt jetzt noch Hobbs und kriegt auf die Fresse. Ist tatsächlich verschenkte EP. Naja. Gibt es jetzt bestimmt den einen oder anderen in den Kommentarbereich, der sich denkt, oh Mann. Oh Mann, diese Noobs. Diese P-Noobs. P
Pnoobs. Ja, Pokémon. Pokémon-Noobs. So. Pnoobs. Pokémon. Pokémon. Okay. Warum ist dieser Baum versetzt? Warum ist da unten keiner? Damit das natürlich ist. Natur ist nicht symmetrisch. Du bist nicht symmetrisch. Hey. Ich weiß nicht persönlich, wer. Okay. Das lief doch ganz gut. Ja, ich glaube jetzt. Das Einzige, was uns hier jetzt noch zu tun bleibt. Oh nein. Ist nein. Diese Siebener-Geschichte. Das wird ewig dauern. Diese eine Siebener-Nummer. Oh Gott.